Ich bin der Felix Walz, ich komme aus Nördlingen und bin heute in Amberg und mache ein bisschen Straßenmusik, weil ich gern wissen möchte, ob diese Straßenmusik als Kunst auch anerkannt wird von den Leuten und für mich selber auch die Herausforderung testen möchte, wie es auf der Straße ist zu spielen. Ja, genau. Und für mich wird es selbst ein riesengroßes Experiment. Und ja, gut, ich sage jetzt mal, wenn der ein oder andere Euro in die Tasche fliegen würde, wäre das natürlich nochmal ein netter Obolus, dass man nicht ganz leer heimgeht. Ich glaube, es werden manche stehen bleiben, aber ich gehe noch viele weiter. Vielleicht wird Notiz genommen, aber ja, kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen. Ich bin selbst gespannt, das sieht man meistens erst, wenn man dann selber spielt. Und ja, genau. Ich finde es super geil. Ich habe da großen Respekt davor und man weiß ja auch, dass sehr viele Künstler, die irgendwann einmal den Durchbruch schaffen, alle so angefangen haben. Ist ganz, ganz wichtig, vor allem für die Kinder. Also super schön, wir hören eigentlich bei jedem zu und schmeißen Geld rein und tanzen. Ich habe nichts dagegen für die Leute, was gar nichts dagegen. Für mich stehen sie nicht, gell? Straßenmusik ist Kunst. Musik ist Kunst, also warum sollte das auf der Straße keine Kunst sein, wenn es irgendwie in einem Raum drin auch Kunst ist? Kunst ist für mich, wenn einer malen tut. Das ist für mich Kunst. Ach, jede Art von Musik ist Kunst. Also ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall Kunst ist. Es ist ja eine Kunst, Gitarre spielen zu können, zu singen, zu interpretieren. Finde ich schon toll. Aber es gefällt halt nicht immer. Die Erwartungen, die ich hatte an heute, wurden schon erfüllt. Es ist was bei rumgekommen. Ein bisschen was zumindest und es hat Spaß gemacht und ich glaube, das ist einfach die Hauptsache beim Straßenmusik machen. Musik ist immer eine Geschmackssache. Also ich glaube, man kann es nie jedem recht machen. Es wird ja auch immer so ein bisschen mit dem Betteln verbunden nach Geld. Finde ich aber ist überhaupt nicht so, weil wir irgendwas darstellen auf der Straße und die Leute nicht zwingen dazu, Geld reinzuschmeißen, sondern die einfach die Möglichkeit haben, uns zu unterstützen. 85 Millionen.